Ja, Hallöchen, Leute, und ho, 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 was ist da denn los? Der hat Minecraft offen, der Verrückte. Nein, das hier wird kein zigtausendstes, was weiß ich, was Minecraft Let's Play. Das habe ich eigentlich nicht wirklich vor anzufangen, dass ich irgendwie irgendein Minecraft Let's Play anfange in irgendeiner Art und Weise. Es sei denn, es gibt irgendwie einen Mod, der mich so vom Hocker reißt, wie zum Beispiel Pixelmon, und der aber noch nicht irgendwie von jemandem, den ich ziemlich cool finde, ja, gespielt wird, sag ich mal. Das muss ich dann nicht unbedingt nachmachen. Deswegen den hier, den Pixelmon, den werde ich hier auch nicht Let's Playen dementsprechend. Ja. Und was ich mir hier überlegt habe als ja kleines Zwischenformat zwischen meinen Let's Plays, sag ich mal, man kann es hier schon sehen, so eine kleine Art Let's Show Format, wo ich mal so den einen oder anderen Mod mal hin und wieder mal vorstelle. Und wie hier also zu sehen ist, werde ich dieses Mal mit Waze Minimap beginnen. Also man sieht es hier auch schon bei Mod, habe ich eben den Modloader drin, irgendein Coder-Pack, keine Ahnung, das kam halt mit. Und eben das Forge, aber ich will jetzt eben hier Waze Minimap zeigen. Und deswegen gehen wir doch einfach mal rein dort. Ja, ihr seht schon, also ich bin jemand, der gerne mit HD-Texture-Pack spielt, aber das muss dann jeder für sich wissen. Und ja, warum beginne ich gerade mit Waze Minimap? Weil das einfach meiner Meinung nach mit einer der genialsten Mods überhaupt ist, die man für Minecraft finden kann, sag ich mal. Und zwar seht ihr jetzt hier schon oben rechts diese kleine nette Minimap, eben Namensgeber für diesen Mod. Und die zeigt eben allerhand Infos, je nachdem wie man sie eben einstellt. Und darauf will ich dann auch noch ein bisschen genauer eingehen, was bei dieser Minimap, außer dass sie eben eine Karte oben rechts bringt, alles möglich ist. Ja, wie ihr bei dieser Karte schon erkennen könnt, also ja, man kennt das Problem ja bei Minecraft, man läuft ewig durch die Gegend, irgendwann kommt man irgendwo an und denkt sich, wo bin ich jetzt, wie finde ich jetzt wieder zurück? Und für dieses Problem gibt es eben jetzt Waze Minimap, und damit findet man sich eben allein schon durch die Karte etwas besser zurecht. Aber die Karte ist eben, wie gesagt, nicht das Einzige, das dieser Mod Schönes mit sich bringt. Und dementsprechend will ich euch das jetzt mal zeigen. Wie ging es dir? Ja, mit M kann ich eben in die Einstellungen von der Minimap reingehen. Dann wird eben alles andere pausiert. Also ich kann ja mal gucken, wenn ich hier irgendwie ein Schwein finde oder so. Alles, was lebt, ja, bewegt sich nicht mehr. Alles andere wird pausiert erstmal. Das heißt, man kann hier auch wirklich in Ruhe seine Einstellungen für den Mod vornehmen. Das erste ist eben überhaupt, will ich die Karte überhaupt oder nicht? Und da seht ihr übrigens auch schon die Koordinaten der Karte, also an denen kann man sich dann auch noch zusätzlich orientieren. X, Y und Z Richtung. Render Type, ja, das ist halt. Ah! Okay. Da kann ich zum Beispiel sehen auch, in welchen Biomen ich mich gerade befinde. Ich befinde mich gerade in einem Eisbiom. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch das auch gleich mal testen. Das wusste ich selber jetzt auch noch nicht. Indem ich hier einfach dann mal langlaufe in Richtung der Biomgrenze hier oben. Ich sehe ja gerade hier in der Mitte mit meinem Fadenkreuz, wo ich mich befinde. Und jetzt bin ich eben in einem anderen Biom, und zwar in einem Waldbiom. Also das ist auch sehr schön. Sogar das bringt es mit sich. Seht ihr, das wusste ich jetzt noch nicht mal selber. So viel zu Vorbereitung und Mods zeigen. Aber ist egal, ich lasse mich da auch gerne überraschen. Cave? Ach so. Sehe ich dann, wo tiefe Höhlen drin sind quasi oder wie. Da, wo es dunkler ist, sind vermutlich dann tiefe Höhlen unter mir. Kann man ja gerade mal testen. Ich gehe an so. Ah, nee. Okay, da sehe ich auch Wasser. Also je tiefer es hier in die Tiefe eben geht, desto, ja, dunkler ist das Ganze eben. Okay. Und je nachdem, auf welcher Höhe ich mich befinde, passt sich also eben diese Einfärbung auch noch an und zeigt dir an, ey, hier, da geht's noch ein bisschen mehr in die Tiefe, Junge. Da solltest du mal gucken. Jetzt will ich auch gerade mal gucken, da oben ist so ein Stück Zipfel auch dunkel. Unabhängig vom Wasser, theoretisch sollte da dann also eine Höhle drunter sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Leute. Schauen wir uns mal an. Ja, seht ihr, da ist er hier, ja, dicke dunkel geworden hier.
Also hier irgendwo unter uns gibt es noch irgendwelche Höhlen. Also die kann man damit also auch ausfindig machen, falls man mal auf Höhlensuche geht. Was gibt's noch? Oh, eben die normale Oberfläche und da sieht man eben auch dann, wenn es jetzt Nacht werden würde, wird vielleicht noch während diesem Let's Show Bla-Gedöns mal passieren, dann sieht man das auch auf der Karte, weil dann auch die Karte sich dementsprechend anpasst und dunkler. Sorry, und eben dunkler wird. Ja. Death Point enabled, das heißt so viel wie, wenn ich jetzt sterbe, ich mache da mal kurz besser schwere Gegner, bla, und dann versuche ich jetzt mal zu sterben, dann passiert nämlich einer der großen Vorteile von dieser Minimap, und zwar, muss ich halt erstmal schauen, dass ich irgendwie zu Tode komme, schnell bevor es mich wieder auflädt. Und zwar gibt es bei dieser Minimap auch sogenannte Waypoints und der Deathpoint, der macht eben nichts anderes, als dass er dir einen Waypoint anlegt an der Stelle, wo du gestorben bist. Waypoints, die sind quasi, gut, vielleicht hat der ein oder andere Diablo 2 gespielt, da gab es auch Waypoints, die haben dir, über die konntest du dort halt reisen, hier zeigen sie lediglich an, wo etwas ist, man kann sich auch eigene Waypoints dann anlegen und die entsprechend benennen, damit man sich eben auf der Karte nochmal ein bisschen besser zurechtfindet. So, Wirbelwind fiel aus zu größerer Höhe, ja, in Minecraft heiße ich halt eben Wirbelwind und nicht Wirbelsturm, aber eben auch die zwei klassischen I, in Anspielung auf eine Konsole, die ich sehr mag. Wiederbeleben, und jetzt seht ihr direkt auf dieser Karte, ist so ein X-seitig erschienen. Und wenn ich jetzt mal in die Richtung gucke, Leute, dann sehe ich hier Deathpoint und wie weit ich eben dorthin laufen muss. Ist auch ganz nützlich dann, falls man irgendwelches cooles Zeug dabei hatte, um das eben auch ganz schnell wieder aufsammeln gehen zu können. Man könnte es natürlich auch anhand der Koordinaten machen, fast wäre ich da jetzt reingeflogen. Wieso ist mir denn die Vorhand nicht aufgefallen? Aber da ist ja dann eben immer so ein bisschen die Sache von wegen, ja gut, jetzt habe ich mir das gemerkt, was war jetzt X, was war jetzt Y, das ist ja nicht, dann leider doch nicht so ganz gut ersichtlich, wie ich finde. Aber ist egal, darum geht's jetzt nicht. Jetzt bin ich ganz schnell wieder hierher gekommen und theoretisch, wenn ich Glück hab, ja, seht ihr, da liegt jetzt eben das Dirt, das ich vorher abgebaut habe. Der Drecksschmodder hier. Und den habe ich jetzt so ganz schnell wiedergefunden eigentlich, ne? Wenn ich den Waypoint, der ist jetzt trotzdem noch aktiv, wieder weg haben will, dann gehe ich eben wieder auf die Karteneinstellungen. Und dann gibt's unten hier dieses Waypoints-Menü. Dort kann ich dann einfach sagen, remove. Nimm den weg und weg ist er. Ich kann auch über dieses Waypoints-Menü dann eigene hinzufügen, allerdings mache ich persönlich das immer über eine Tastenkürzel, die es dafür gibt. Wenn ich C drücke, kann ich auch direkt einen neuen Wegpunkt anlegen und auch hier gilt, alles was sich bewegt und so weiter und so fort, ist währenddessen Freeze. Okay. So viel zu den Waypoints, damit kann man sich zum Beispiel auch sein Zuhause markieren, man sollte aber auch wirklich sprechende Namen nehmen. Ich habe mir zum Beispiel auch gerne mal irgendwie Sachen, die oft vorkommen, irgendwelche Höhlen, wo ich später noch rein will oder eben für meine Pixelmon-Welt, die persönlich spiele, wie gesagt, Let's Play wird es von mir, von meiner Seite aus dazu nicht geben, habe ich mir dann auch Pokécenter oder so markiert und wenn du da dann halt zig Waypoints drin hast, wo alle, was heißt wo, das ist ein schlechtes Deutsch, die alle gleich heißen, dann ist das natürlich auch nicht mehr so übersichtlich. Also, ja, vielleicht überlegt ihr euch dann irgendwie noch so eine Möglichkeit, irgendwie noch zusätzliche Namen dann irgendwie, ja, hier, keine Ahnung, falls hier jetzt zum Beispiel Zubats rumfliegen würden, Zubathöhle oder, keine Ahnung, Longhorn-Grotte oder was weiß ich was. Irgendwas, wo ihr dann halt die einzelnen voneinander unterscheiden könnt, so dass ihr sagen könnt, ja, Mensch, in der und der Höhle gibt's noch was, hier in der Longhorn-Quarte, da habe ich noch nicht alles abgebaut. Und dann könnt ihr nämlich eben auch sagen, bei den Waypoints, ich edit jetzt einfach mal irgendwas dazu, ist ja auch wurscht, dann könnt ihr eben auch sagen, hier,
Ich nehme jetzt mir die Waypoints und deaktiviere den einen, so dass ich nur noch den einen wirklich aktiv habe, zu dem ich auch hin will. Wäre jetzt sinnvollerweise der andere, weil bei dem anderen stand ich ja gerade noch. So, ihr könnt natürlich auch Farben geben, das habt ihr ja gerade beim Zufügen unten gesehen. Die Koordinaten würde ich eher nicht verändern, weil an der Stelle stehen wir gerade und das wollen wir ja als Wegpunkt setzen, ne? Ihr könnt auch im Nachhinein natürlich die Farbe noch ändern, alles kein Problem. Aber ja. Nur beim Anlegen, soweit ich weiß, habt ihr die Möglichkeit, eine Farbe gezielt anzulegen. Zumindest ist mir da nichts weiter bekannt. So, das war jetzt erstmal das, ja, Offensichtliche, sag ich mal. Hier gibt's noch weitere Optionen. Und da seht ihr mal, hier geht es jetzt richtig zur Sache. Ihr könnt zum einen halt, ja, eben auch eine eckige Karte benutzen, wenn euch das lieber ist. Ihr könnt eben das Aussehen verändern, zum Beispiel auch zu so einer Art Kompass oder Karte. Aber ich bleib da immer eigentlich gerne bei Waze Minimap Map. Your Map-Position könnt ihr natürlich auch verändern, wo ihr die gerne hättet. Ich finde oben rechts ganz gut. Also die Optionen sind jetzt im Großen und Ganzen scheinbar wirklich schnell erklärt. Aber wie gesagt, ich habe mich da auch zwar viel durchgekämpft, aber so alles im Kopf weiß ich jetzt auch nicht mehr. Skalierung ist eben, wie groß sie sein soll. Da bleibe ich normalerweise immer schön bei Grayscale. Das passt sich dann eben dein. Wird das Ding eben auch kleiner? Oh, ja, das war vielleicht dumm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das im Video bemerkbar macht. Nee. Egal. Map Opacity ist eben, ist auf Deutsch so viel wie die Durchsichtigkeit. Also ich kann die auch noch so Halbtransparenz machen. Muss aber auch nicht sein. Large Map Scale, was war das denn nochmal? Wenn ich hier mal auf Large stelle. Nö, keine Ahnung. Das müsste ich dann nochmal gucken. Oder vielleicht weiß das jemand von euch und kann das dann gerne in die Kommentare schreiben. Was macht Large Map Scale? Ich merke da irgendwie keinen Unterschied. Hm. Egal. Large Map Opacity. Ah! Doch, 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 doch. Man konnte hier irgendwie. Wie ging denn das? Wie ging das? Jetzt muss ich die Taste wiederfinden. Ja, hier. Mit X kann man sich so eine große Karte aufrufen und wenn ich eben Large Map Scale abändere, ich mache es jetzt wieder auf Large, dann ist eben die Karte entsprechend anders groß. So. Und dann habe ich quasi wie so eine Karte, die ich vor mir ausbreiten kann und sagen kann, Erkundung, hier will ich hin. Sind da auch die Waypoints drin markiert? Ja, seht ihr, das sind auch die Waypoints drin markiert. Ganz coole Sache. Kann ganz nützlich sein, aber mir reicht im Normalfall eigentlich die kleine und eben, wenn ich in die Richtung gucke, sehe ich die Waypoints, auch wenn sie jetzt, sagen wir mal, 2 Kilometer oder so entfernt sind. Dann sieht man trotzdem hier einen Punkt mit einer kleinen Schriftzug drüber, hier, ja, das und das ist der Wegpunkt. Oder halt eben das X seitlich von der kleinen Karte oben rechts. So, außerdem gibt es dann noch Label. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, dann ist eben über den Punkten noch der Name drüber. Ganz einfach, aber coole Sache. Also davor habe ich wirklich riesen Respekt vor, wer sich das hier überlegt hat. Filtering. Enabled, disabled. Ach so. Da wird eben die Karte, wenn ihr ganz genau hinguckt, oben rechts, ich weiß jetzt nicht, ob man das auf YouTube erkennen kann, bei Disabled ist sie schärfer zu sehen als bei Enabled. Das macht scheinbar sowas wie ein Anti-Aliasing oder so auf die Karte drauf. Kann man jetzt machen, muss man aber nicht. Ich persönlich merke da nicht so viel Unterschied. Koordinaten kann man eben auch ausblenden, wenn man die nicht braucht. Ich lasse meist drin, nehme ja nicht so viel Platz weg. Und ja, manchmal vielleicht. Ganz nützlich. Show Menü Keys, ja, ist eben nur die Einblendung, dass man M drücken soll, um ins Menü zu kommen, lasse ich die lieber drin. Font Scale ist halt, ja, da kann man sich eben Font, wie das Wort Font schon sagt, die Schrift anpassen. Default Zoom, das ist auch was Interessantes. Ich kann nämlich in die Karte noch zoomen und der Default Zoom ist eben der Zoom, wenn ich nicht weiter was angegeben habe. Mit der Taste Z kann man nämlich in der Karte durchaus noch reinzoomen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man noch rauszoomen kann. Das war der Chat mit irgendeiner Taste. Aber egal, wenn man es ganz weit reingezoomt hat, kommt man auch wieder ganz weit raus. Und Default Zoom ist eben der Standard-Zoom-Wert, wenn man das Spiel startet.
Ja. Zur nächsten Einstellung, was haben wir dahinter? Wo waren wir jetzt hier? Mask Type, Dev oder Stencil? Da bin ich jetzt richtig überfragt. Also da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Dev Stencil. Weiß ich nicht. Update Frequency Middle, also wie oft sich die Karte updatet, weil die updatet sich auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Häuschen hinbauen würde oder halt einfach mal sagen würde, ich baue hier jetzt, keine Ahnung, was baue ich denn? Sag mal einen Steg hier übers Wasser. Bauen wir mal einen Steg übers Wasser, so. Zack, zack, zack. Und die Karte, die wird sich halt dann irgendwann noch anpassen. Und wenn man die Frequenz eben höher stellt, dann passt die sich öfter an. Das kann man da halt einstellen, wie oft es nachfragen soll und eben die Karte anpassen soll. Ihr seht jetzt mal, wenn ich jetzt zur Seite drehe, ist noch kein Steg wirklich vorhanden. Ich kann ja auch mal zoomen. Doch, ist sogar schon vorhanden. Ja. Also der Standardwert ist da eigentlich eine recht gute Sache. Braucht man nicht wirklich ändern, sag ich mal. Man kann es natürlich geringer machen, falls der Computer damit überfordert ist. Dann kann es durchaus Sinn ergeben, wenn man sagt hier, ich will jetzt nicht, dass du so oft updatest. Ja, das wird das Update-Frequency sein, Threading. Threading ist, also Threads sind bei Java, wenn ich was in Threads auslagere, dann kann ich eben mehrere Threads auf einmal abarbeiten. Also quasi parallele Prozesse, sag ich mal. Und wenn ich Threads anstelle, dann wird es vermutlich irgendwas damit zu tun haben, dass er irgendwas genau noch besser nebeneinander abarbeitet. Ist vielleicht auch für deswegen standardmäßig auch ausgestellt, weil es eventuell ein bisschen rechenintensiver ist. Das kann ich euch leider auch nicht so genau erklären, aber ihr seht schon, an der Map selber merkt man da nicht wirklich einen Unterschied. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal wieder aus. Ah! Okay. Thread Priority. Das ist eben dann die Priorität, wie oft eben dieser Thread ausgeführt werden soll von der Minimap. Also Threading ist wahrscheinlich dann, hat die Minimap bekommt dann wahrscheinlich ihren eigenen Thread und wenn ich das high stelle, dann wird die eben priorisiert behandelt. Ihr seht jetzt schon, da ist gerade so ein bisschen, hat es angefangen zu laggen. Das ist eher halt, ja, für die Leistung zum Optimieren gedacht, vermutlich. Mach's erstmal aus und mach's wieder auf Low, wie es vorher war. Preload Chunks, ja, Chunks. Wie ich mitbekommen habe, lädt Minecraft seine Karte nämlich in sogenannten Chunks. Das sind also quasi so einzelne Blöcke. Und das ist übrigens auch das, was ich hier als Gitter die ganze Zeit bei mir aktiv oben rechts in der Karte angezeigt habe. Die Chunks. Und ja, jetzt habt ihr auch gerade beim Rauszoomen wieder gesehen. Die Farbe, was heißt die Farbe? Die Helligkeit der Karte passt sich eben auch an, weil jetzt Nacht ist, ist eben die Karte dunkler. Und Bandicam macht mir gerade so ein bisschen Angst. Der sagt, ich würde erst 6 Minuten aufnehmen, aber ich nehme doch deutlich länger auf. Ich hoffe mal, dass das mit der Aufnahme klappt. Auf jeden Fall. Chunks, Preload Chunks ist eben, dass er die Chunks schon im Vorhinaus lädt, dass das mit dem. Ja, wenn ich mich bewege oder eben zoome, dann wieder rauszoome, dass das einfach eben schon da ist. Wenn ich das jetzt aus. Ich drücke immer die falsche Taste. Wenn ich das jetzt ausstellen würde, dann würde er vermutlich wirklich nur das laden, was gerade drin ist in dem Bereich. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann muss er halt wirklich live nachladen. Und da hat das nicht vorher schon im Hauptspeicher parat, sag ich mal, vom Rechner. So habe ich das jetzt verstanden, diese Angabe auch ohne Gewehr. Darf man also keinen mit erschießen. Ja. Mit M ist es. Surface Map Option, da hat man noch so lustige Möglichkeiten, wie man eben die Helligkeit regelt. Ich kann sie entweder zum Beispiel jetzt hier immer so regeln lassen, als wäre Tag oder eben als wäre immer Nacht oder halt, ja, ganz normal, also keine Ahnung, disabled ist halt so ein Standardwert. Dynamic ist dann halt eben je nachdem, welche Tageszeit gerade ist. Deswegen, ich lasse das immer gern auf Dynamic. Lifetime, ja gut, da ist halt eben
Ob es jetzt nur heller oder dunkel wird oder ob es halt sich auch schon ein bisschen bläulich einfärbt, die Art und Weise, wie das eben angepasst wird, sag ich mal. Wobei das ist interessant, wenn ich mal auf Type 2 stelle und jetzt Tagzeit mache. Das merkt man da dann auch einen Unterschied zwischen Type 1 und Type 2? Einen leichten. Kann man sich drüber streiten, wie man das gerne haben will. Also die meisten Einstellungen sind auf Standard wirklich eigentlich ganz gut. Terrain, Andalate. Ach so, das ist halt hier das ist die Detailreiche. Also wenn ich das jetzt hier runterstelle, dann ist das eben ein bisschen undetaillierter, als wenn ich es halt anhabe. Die Tiefe. Dann machen wir mal T2, vielleicht sieht man es da ein bisschen besser. Also man sieht halt so ein bisschen im Wald, sieht man so ein bisschen den Unterschied. Aber sonst, was genau das abändert, kann ich euch nicht sagen. Transparenz. Ach, vom Wasser. Ob man auch so ein bisschen in die Tiefe sehen kann. Beim Wasser, wenn ich jetzt die Transparenz schalte sich eben nur die Oberfläche. Hier ist Wasser draufgeklatscht. Und wenn ich es eben anschalte, sehe ich auch am Boden vom Wasser, hier ist eher dunkles Zeug, da könnte vielleicht auch Lehm dann sein oder so, oder hier ist eben Sand drunter. Environment Color, ja, ist eben auch irgendeine Einstellung von der Darstellung, so wie alle hier eigentlich. Omit High Cork, weiß ich jetzt nicht, was es ist, aber hier unten, ein Stückchen unten rechts von dem Waypoint sieht man jetzt eben, wie sich da irgendwas abändert, wenn ich das ein- oder ausstelle. Kann ich euch jetzt auch nicht genau sagen. Das Wichtigste sollte im Video auf jeden Fall drin sein oder klärt sein. Hide Snow, also jetzt sehe ich eben, wie das Ganze ohne Schnee aussehen würde. Brauche ich es aber nicht, denn weil ich sehe gern, wenn da irgendwo ein Schneebiom ist, was da Sache ist. Aber ja, so sieht man vielleicht auch besser ohne Heizen, mit Heizno dann, wo Bäume sind, als wenn jetzt alles weiß ist. Ich habe es trotzdem disabled, ich habe den Schnee gerne drin. Und eben die Ansicht, wie sie auch sein sollte. Show Chunk Width, das ist eben, wie ich schon gesagt habe, dieses Gitter von den Chunks. Eben die einzelnen Ladepunkte, sag ich mal. Das ist auch vielleicht auch schon einigen aufgefallen, wenn Minecraft nicht so sauber läuft, weil irgendwie der RAM-Speicher überlastet ist und das nicht wirklich und das dann Ganze dann ausgelagert wird und neu geladen wird und so weiter und so fort. Dann hat man da immer so Kanten, wenn man irgendwo hinläuft und eben so Rechtecke, Quadrate. Wie gesagt, die Chunks, die stellen, wie sie geladen werden. Slime Chunk, weiß ich es nicht, was das genau ist. Slime Chunk. Da müsste ich mich informieren. Ich habe es einfach mal eingestellt bei mir, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, was es damit auf sich hat. Vielleicht sind es irgendwelche Chunks, die so vollgestopft sind mit Infos, dass sie eventuell langsamer laden könnten und deswegen rot eingefärbt. Ich weiß es nicht, was genau das damit auf sich hat. Entities Radar ist ganz schnell erklärt. Ihr seht doch da diese weißen Punkte zum Beispiel. Die sind jetzt eher in dieser Richtung, genau. Wenn ich zu diesen weißen Punkten hingehe, werde ich entsprechende Lebewesen finden. Und die weißen Punkte stehen meiner Meinung nach, wenn ich mich recht erinnere, für Skelette. Die sind auch entsprechend eingefärbt, je nachdem, ja, in welcher Höhe diese eben sind. Also es sind die halt eingefärbt. Ah ne, das waren die Schweine. Okay, schaut mal, das sind die Schweine hier. Und wenn ich jetzt hier eben den Entity-Bar da ausstelle, habe ich eben diese Punkte weg. Wenn ich den anstelle, kann ich noch genauer sagen, hier ein Player ist jetzt für Online-Modus quasi ganz interessant. Animal kann ich auch ausstellen. Show Direction ist eben, in welche Richtung gucken die Leute, Monster kann ich an- oder ausstellen, kann es halt wirklich anpassen, warum auch immer das gerade bei mir nicht so will. Passt sich erst an, wenn ich hier wirklich dann auch ja, aus dem Menü wieder rausgehe. Ein bisschen schade, könnte ein bisschen besser gemacht sein. Ich habe da meist nur die Animals drin. Bei den Monstern lasse ich mich dann überraschen, aber ich könnte ja jetzt auch mal einstellen, einfach mal, um es euch zu zeigen. Hier Monster. Sind dann eben mit roten Pfeilen und komm, gib mal volle Kanne hier alles rein, dann seht ihr eben, ja, dass man schon gar nicht mehr weiß vor lauter Einstellungen,
vor lauter Sachen, wo man hingucken soll. Hier habe ich eben einen Enderman gefunden. Hör ich hier unten Wasser? Ja. Die sollte man eigentlich nicht angucken, weil sonst gehen die auf einen los, bis man sich ins Wasser begibt. Und, ja. Egal. Verdammt, jetzt bin ich ins Hauptspiel gegangen. Sorry, Leute. Das war so nicht geplant. Wiederbeleben. So. Dann habe ich jetzt hier irgendwo wieder meinen Deathpoint aktiv. Auch gleich da unten. Die sind ziemlich gewalttätig. Also man, deswegen sollte man auch gerne mal am besten einen Eimer Wasser mit dabei haben. Man darf denen halt wirklich nicht direkt in die Augen schauen. Solange man das nicht macht, lassen sie einen in Ruhe. Aber weh, du schaust sie an, dann gehen sie auf dich los, bis du dich ins Wasser begibst. Da, die sind ein bisschen wasserscheu. Da lassen sie dich gerne in Ruhe. Okay, also ein bisschen Minecraft-Wissen nebenbei. Wussten die meisten von euch wahrscheinlich sowieso schon. Ja. Machen wir das ganze Zeug wieder aus, bis auf die Animals, so wie ich es eben immer aktiv habe. Marker Options. Ja, das ist eben die Markierungen, ob ich die benutze oder nicht, ob ich dieses Icon dazu haben will oder rein die Beschriftung, eben das Label. Ich kann mir drehe mich mal besser. So, dann sieht man das Ganze besser. So. Na. Ja. So. Und nicht immer Escape drücken für das Menü. Da sollte ich mal. Also, verwenden, nicht verwenden. So ein kleines Zeichen dazu oder nicht. Beschriftung, nicht Beschriftung. Ja, oder ob ich wirklich nur sehen will, in welche Richtung. Oder ob ich auch noch zusätzlich sehen will, wie weit in die Richtung muss ich denn laufen. About Minimap, ja, kann ich halt eben so Infos einsehen. Die Version und der Autor und ja, kann mich aufs Forum hinklicken, vermutlich. Das mache ich jetzt mal nicht, das habe ich noch nicht getestet. Update-Check, da kann man übrigens dann auch direkt im Spiel überprüfen lassen, ob es eine neue Version von unter Minimap gibt. Und Auto-Update, ob es automatisch prüfen soll. Key-Config, ach, okay. Da kann man eben dann auch noch die Tastenbelegung ändern. Da könnte ich auch noch sagen, hier, ja, diverse andere nette Dinge, ob ich jetzt hier den Radar über eine Taste ein- und ausschalten kann und so weiter und so fort. Zoom in, zoom out. Ihr seht, habe ich bisher nur die Standardtaste aktiv, aber ich habe mir durchaus schon gedacht, dass es auch was mit Zoom out gibt, aber für mich passt es eigentlich. Und eben Set Waypoint, wie ich gesagt habe, zum Wegpunkt machen. Ja, so weit, so gut. Dann würde ich sagen, war's das von meiner Seite zu diesem Let's Show, zu diesem ersten Let's Show zum Minimap-Mod, was der alles kann. Ihr seht schon, der hat wirklich eine ganze Menge drauf und da ist wieder mein lieber Freund, der Enderman. Was passiert eigentlich, wenn ich den aus dem Wasser aus anschaue? Hallo, Enderman. Hallo, guck mal hier. Aha, okay. Das musste jetzt zum Schluss nicht mal kurz sein. Und, ja. Dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder, wenn ich euch wieder einen netten Mod zeige. Lasst euch überraschen, welcher es dann sein wird. Da bin ich mir selber noch nicht sicher. Und, wenn ich dazu ein bisschen was erzähle, was mit dem Ding so geht und was nicht. Also die Folgen können wirklich dementsprechend auch unterschiedlich lang werden, je nachdem, wie viel der Mod eben zu bieten hat oder ob es ein simpler, kleiner Mod ist, der einfach nur eine kleine Funktionalität reinbringt und nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten bietet, wie jetzt eben diese Karte. Die Einstellungsmöglichkeiten von der sind ja eh schier unbegrenzt, hat man das Gefühl. Okay, ein kleiner Unterschied, der mir gerade noch einfällt, dazu, zwischen dieser kleinen runden Karte und der eckigen ist eben zum Beispiel auch, dass die runde Karte eben wirklich auch sich an die Richtung, in die ich schaue, anpasse und die eckige eben, ja, hä? Ach, das ist noch ein Skelett dazu. Und die eckige halt eben wirklich nur Norden oben hat. Ja. Das vielleicht noch am Rande. Ansonsten würde ich sagen, war's das jetzt auch wirklich dafür von meiner Seite vom der Minimap. Jetzt habe ich schon den zweiten Deathpoint aktiv. Eieieiei, ist egal, ist ja wirklich nur eine Welt extra zum Zeigen generiert, von daher ist das vollkommen egal. Und würde dann sagen, jetzt
macht's aber wirklich gut, Leute. Sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ihr Bock auf ein paar Infos zu Mods habt. Ja, ihr könnt gerne kommentieren, wie euch das Video gefallen hat, was ihr von dem Format haltet, sag ich mal, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Format, und so weiter und so fort, Anmerkungen, Anregungen und so weiter und so fort. Und bewerten wäre ganz cool, damit ich auch weiß, ja, wie euch das Video gefallen hat, und gerne auch dann kommentieren, was euch nicht gut gefallen hat daran, was euch nicht so gut gefallen hat und so weiter und so fort. Würde ich mich gerade bei diesem Projekt wirklich sehr, sehr drüber freuen, weil ja, das ist eigentlich wirklich auch so eine Art Experiment für mich. Gut, also, dann ciao Leute, macht's gut, haut rein!